Jungs, was geht ab? Herzlich willkommen back zu einem neuen Video. Und heute geht es darum, wie ich 1 Million Münzen irgendwo in meinem Verein auf meiner Transferliste oder meiner Kandidatenliste angelegt habe. Ich werde euch Low-Budget-Trading-Tipps, High-Budget-Trading-Tipps, aber vor allem halt eben Investment-Tipps für längere Zeit näher bringen. Ich habe in einiges investiert und ja, da sind auf jeden Fall ein paar interessante Dinge dabei. Wir gehen auf die Transferliste. Hier ist mal meine Spieler. 84 habe ich beim letzten Event noch vertickt. Genau, ein Parejo überteuert verkauft für 41,5k. Kramaric habe ich mir für 32 Gold oder so. Da hatte ich ein bisschen Profit, aber ich habe die Münzen einfach gebraucht. Batshuayi habe ich zweimal für fast 130k verkauft. Ich habe ihn mir für 95, glaube ich, geholt. Da habe ich jeweils 30k Gewinn gemacht und einen habe ich sowieso noch im Verein. Genau, das war's eigentlich schon. Wir gehen hier auf die Transferliste. Viele Duplikate. Und das erste, der erste Spieler, von dem ich heute reden möchte, ist Yannick Carrasco. Ja, es ist jetzt fest, dass dieser junge Mann hier nach China, glaube ich, wechselt zu irgendeinem Verein, wo er sich definitiv seine Karriere zerstören wird. Was heißt das jetzt für uns? Das heißt ganz einfach, dass dieser Spieler höchstwahrscheinlich out of packs sein wird. Das heißt, man kann ihn nicht mehr ziehen. Ich habe ihn gesniped für 12,5. Er war dann kurzzeitig mal bei 16, ist jetzt wieder bei so 13 oder 12, genau. Ganz einfach, weil der Hype kurz vorbei ist. Warum solltet ihr jetzt allerdings in diesen Spieler investieren? Ganz einfach, wenn der out of packs ist und eine La Liga SPC beispielsweise zu Bale kommen würde, dann würde Carrasco zu, ja, 99,9% bei Atletico bei dieser SPC gebraucht werden. Und der würde halt nicht mehr nach auf den Markt kommen. Das heißt, der wird enorm in seinem Preis steigen. Und auch so als 85er, er hat ja auch ganz nette Werte hier. Eigentlich, der wird auf jeden Fall benutzt werden und das heißt, der wird auch im Laufe der Zeit, wenn er out of packs ist, eben steigen. So, der nächste Spieler ist Gabriel Jesus und ja, ihr seht schon, der Typ war mächtig teuer. 627k hat mir der ganze Spieler hier gekostet, nicht der halbe, ne? Wir gehen hier mal kurz schauen und was sehen wir hier? Es ist einfach so, dass dieser Jesus sehr selten auf dem Markt ist. Also jetzt geht's schon, aber am Wochenende, ich habe ihn 3 oder 4 Tage beobachtet und immer mal wieder geschaut, ob ein billiger auf dem Markt ist. Und es gibt eben nicht so viele von dem. Was war jetzt aber, ihr wisst bestimmt, Jesus war verletzt, der Hype um ihn ist extrem gesunken. Und wir gehen mal kurz hier in die Statistik rein, also auf Foodbin seinen Preis. Wir können hier mal schauen, wo er verletzt war. Er war immer so zwischen 600 und ja, 700k ganz grob. Allerdings, wenn wir jetzt mal schauen, ich kann das hier, ich weiß jetzt leider nicht, ich habe das immer auf dem Handy geschaut. Auf jeden Fall, wenn ihr euch mal die täglichen Statistiken anschaut, dann bewegt er sich auch schon so zwischen 600 und 650k, wo es einfach immer der billigste ist. Was passiert jetzt allerdings die nächste Zeit? Es gibt genau drei, also beziehungsweise, ja, zuerst muss ich euch sagen, Jesus hat am Wochenende, glaube ich, oder letzte Woche sein erstes Spiel wieder gemacht, wurde eingewechselt, hat 15 Minuten gespielt. Ihr wisst, Manchester City ist definitiv auf Erfolgskurs, gerade in der Liga und auch international. Sie spielen gegen Basel nächste Woche, sie spielen jetzt am Donnerstag gegen Arsenal und am Wochenende, glaube ich, gegen Chelsea. Das heißt, der spielt 3 Spiele, spielt Manchester City innerhalb von 7 Tagen. Das ist natürlich klar, dass da ein Aguero oder ein Sané da vorne drin nicht alle 3 Spiele eventuell voll spielen können. Vor allem gegen Basel, wo jetzt eigentlich der Sieg schon sicher ist in der Champions League, könnte ich mir gut vorstellen, dass Jesus dann mindestens bei 2 von 3 Spielen eigentlich auch zum Einsatz kommt. Das heißt, es wird definitiv ein Hype entstehen. Und ja, wie ihr seht schon, es gibt eben nicht viele Spieler, die hier unter 700k sind. Die werden dann ganz schnell steigen. Und ja, die Nachfrage wird definitiv groß sein. Ich habe jetzt hier in den investiert, ist natürlich risky, aber er ist kaum unter 600k gewesen. Das heißt, ihr könnt fast keinen Verlust machen. Genau, die nächsten Spieler, die ich hier habe, ist Parejo. Den habe ich mir für 32k geholt. Der ist im Gespräch, ein Winter-Upgrade zu bekommen. Das könnte eventuell sein, dass seine 86er-Karte dann auf eine 87er-Karte geupgradet wird. Und er wäre dann definitiv der billigste Inform mit dem 87er-Rating. Der liegt, glaube ich, gerade bei ungefähr 50k und ich habe ihn mir hier immer für so 32k geholt.
Und ja, auch ihr könnt das tun, ich weiß allerdings gerade nicht, der wird schon etwas gestiegen sein. Falls er allerdings ein Upgrade bekommt, wird er nochmal heftig steigen. Aber auch diese Investition, die ist schon, ja, schon ein bisschen her. Die nächsten Spieler, die ich hier habe, sind 83er. Und wenn wir meinen Verein anschauen, da haben wir auch einige 83er. Ihr könnt euch jetzt einfach für die nächsten Events rüsten, indem ihr 83er kauft. Ist natürlich basic, dieses Investment. Aber ihr könnt auch kaum Verlust machen. Ich habe mir hier einfach mal ein paar 83er gesnackt. Die kosten, wie viel kosten die? Ja, so 3,3. Das war schon eine der teuren. Die meisten kosten so 1,1 bis, ja, maximal 1, Gaetan übrigens auch gewechselt. Ja, so 1,1 bis 1,3 könnt ihr die euch hier schnappen. Ihr seht schon, ich habe mir einige von denen geholt, ja. Hier 1,1 kosten die meisten. 1,0 könnt ihr die auch erbieten. Also für nächste Events, was steht an? Hier St. Patrick's Day steht an, Food Birthday steht an, Scream Eventkarten könnten eventuell wiederkommen. Und ja, ganz einfach aus diesem Grund investiert mal vielleicht sicherheitshalber ein paar 83er. Ich habe jetzt kaum welche auf der Transferliste oder so. Einfach mal euren Verein wieder damit rüsten, da macht ihr auf jeden Fall keinen Verlust. Der nächste Investing-Tipp, ja, ist hier nur am Rande bei meiner Kandidatenliste. Ihr seht schon, Irländer, ich verlinke euch hier oben in der Infobox nochmal diesen Trading-Tipp zum St. Patrick's Day, damit ihr auch da nochmal Bescheid wisst. Genau, ansonsten, hier seht ihr nochmal ein paar 83er, die ich mir erboten habe, die bleiben einfach da liegen, weil sie einfach extrem billig waren. Der nächste ist Ivanovic, der kostet hier den Abschlusspreis für diese International Man of the Match Karte oder was das ist. Auch die könnte man eventuell für eine SPC brauchen, wenn die out of packs sind, wird der Spieler definitiv auch steigen. Kann man machen, ist eine No-Risk-Investment, also auch hier kann man sich vielleicht mal den ein oder anderen, ja, mitnehmen. Der nächste Spieler ist Malos und ihr habt schon gesehen, in meinem Verein hatte ich auch einen Malos. Den Malos in meinem Verein habe ich für 34k ersniped, da war er 40k wert. Jetzt habe ich hier noch einen für 36 mitgenommen, der ist glaube ich gerade auch wieder bei 36, weil man... Wow. Weil man den gerade eben auch noch kaufen kann. Aber ihr seht schon, das wird einfach weniger, wie viel auf dem Markt sind. Das liegt einfach daran, dass er jetzt heute out of packs sein wird, ein neues Team of the Week kommt. Und auch dann, denke ich, ist Malos. Er ist sowieso schon sehr billig als 86er Inform. Da gibt es kaum billigere von seinen 36k. Dann hat er 5 Sterne Skills und richtig geile Werte. Ich habe ihn selber auch schon getestet. Der wird definitiv steigen und ich finde, der ist halt einfach viel zu wenig wert für die Werte, die er hat. Selbe gilt hier auch für Gamero, den habe ich mir für 80k auch ersniped. Leider ist dieser auch schon ein bisschen gesunken hier. Ja, ihr seht schon, der ist schon bei 75 oder so. Das heißt, ihr könnt definitiv, ich sag so oft definitiv, das ist unglaublich. Ihr könnt auch hier in Gamero investieren, auch der wird nicht mehr zu ziehen sein und solange er keinen neuen Inform bekommt, hat er auch echt geile Werte, die man sich mal überlegen könnte und ich denke, der wird auch wieder steigen, so, ja, 85k denke ich schon, dass der drin ist. Wie gesagt, es sind viele Investments, die nicht sicher sind, die ich einfach diese Woche mal teste. Ich werde euch dann nächste Woche in einem Video auch zeigen, wie meine Investments ausgegangen sind, wie viel Verlust oder vielleicht auch wie viel Gewinn ich da jetzt letztendlich gemacht habe. Wie gesagt, 83er könnt ihr investieren, St. Patrick's Day könnt ihr euch auch das Video nochmal gönnen. Und diese Informs sind eben risky und auch Jesus ist eben ein Risiko-Investment, aber ich gehe diese Woche dieses Investment mal ein. Das sind über 1 Million, die ich hier reingeballert habe. Ich wollte euch das Ganze einfach mal in diesem Video hier vorstellen. Ihr könnt selber entscheiden, was ihr investiert. Angaben sind natürlich ohne Gewähr, hier kein sicherer Profit oder so. Ihr könnt höchstens keinen Verlust machen, wie bei dem Investment mit Ivanovic. Allerdings war es das hier jetzt auch schon von dem Video. Ich habe euch einfach mal versucht, das Ganze hier vorzustellen. Und nächste Woche kommt dann, wie gesagt, das Video, ob es hier ordentlich Gewinn gab oder vielleicht auch Verlust. Wer weiß. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, Jungs. Haut rein und ciao.